Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wiederum wird uns heute gezeigt, dass es den Jüngern Christi am Glauben an Jesus doch irgendwie mangelte. Während wir am letzten Sonntag von der Kleingläubigkeit des Petrus gehört haben, tadelt Christus heute den Unglauben seiner Jünger insgesamt. Was habt ihr so einen Unglauben? Dieses ist eine erstaunliche Aussage, denn Christus hatte doch den Jüngern gegenüber deutlich gemacht und betont: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird Werke, die ich tue, auch tun und wird größer sein und auch größere als diese Werke wird er tun. Das ist nachzulesen bei Johannes im 14. Kapitel. Das heißt also mit anderen Worten, eigentlich hätten die Jünger imstande sein müssen, den Dämon bei dem Jungen auszutreiben. Aber offensichtlich ist den Aposteln noch nicht bewusst geworden, was Glauben eigentlich heißt. Man muss das Wort Gottes hören, und das hatten sie ja. Nicht wahr? Haben wir ja gerade gehört bei Johannes, nicht? Wo er sagte, wahrlich, ich sage euch. Man muss aber nicht nur hören, sondern man muss dann aber auch hinhören. Und man muss dann das Wort, das man gehört hat, wirklich bewahren und danach handeln. Oder, wie die Kirche lehrt, man muss in seinem Worte bleiben, also im Worte Christi. Und wir hören ja auch jedes Mal in der Liturgie, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, nicht wahr? Wenn wir sagen, ich glaube an den einen Vater, den Allherrscher, nicht wahr? Vero Jum. Dann heißt das aber auch gleichzeitig, ich bekenne den Vater. Das ist das Entscheidende. Das Innere dazustehen, das Bekennen, dafür einzustehen, das heißt im Grunde, ich glaube. Und wenn jemand behauptet, dass er glaube, dann muss er aber mit seiner ganzen Persönlichkeit dahinter stehen, ein nur für wahr halten, von vernünftig nicht ganz nachvollziehbaren Glaubenswahrheiten, das genügt natürlich nicht. Glauben heißt immer auch das treue Festhalten am christlichen Glauben als Lebensweg. Also Glaube ist immer gelebte Gottesbeziehung. Wir können nicht so rein theoretisch über den Glauben sprechen und über Dinge, an die man glauben sollte und wo man doch immer etwas noch mit dem Verstande zweifelt. Nein, Glaube heißt dahinterstehen, das in seinem Leben nachzuvollziehen. Und sollte es selbst sein, dass man Verfolgung und starke Ärgernisse nun deshalb erdulden muss, solche Situation hat ja der Apostel Paulus in seinem 2. Thessalonikerbrief ja geschildert, wo er die Gläubigen dafür lobt, dass sie so standhaft
in ihrem Glauben bleiben und diese ganzen Ärgernisse und Verfolgungen erleiden. Und nun, wenn wir jetzt hier zurückgehen auf unsere beiden Evangelien, die wir jetzt gehört haben, einmal das Evangelium vom letzten Sonntag und dann das Evangelium von heute. Gehen wir mal erst wieder zum letzten Sonntagsevangelium zurück, zu Petrus. Was war Petrus? War jemand, der offenbar schon etwas von dieser Glaubensrealisierung verstanden hatte und seinen Glauben auch schon in etwa umgesetzt hatte. Denn er war ja immerhin fähig, aus dem Boote auszusteigen und einige Schritte auf dem See hinzumachen in Richtung Christus. Und dann war es offenbar mit ihm, mit seinem Glauben aus, als er den starken Sturm spürte und die hohen Wellen sah, da fing er an zu zweifeln. Und da war es, und das war das Zeichen, dass es mit seinem Glauben offenbar doch nicht so weit her war. Und was war die Folge? Er begann im Wasser abzusinken. Und erst durch die Barmherzigkeit Christus und den Handgriff Christi wurde er gerettet. Nun, wie ist es bei den Jüngern heute in dem Zusammenhang mit dem Menschen, der von einem Dämon besessen war? Sie hatten offenbar überhaupt keinen Erfolg beim Gegenübertreten dieses Dämons. Ihr Glaube war offenbar sehr, sehr, sehr gering, oder man könnte schon fast sagen, sie litten an einer ziemlich starken Glaubensarmut. Und sie konnten also überhaupt den Dämon nicht in irgendeiner Weise beeinflussen, so wie es denn später Jesus tat. Das heißt, Jesus schalt den Dämon und sofort fuhr der Dämon aus diesem Jungen aus. Nicht wahr? Also die Macht des Wortes war bei den Jüngern Christi in diesem Fall praktisch gleich null. Und nun ist natürlich für uns auch die Frage, haben wir überhaupt eine gewisse Chance, zu einem solchen Glauben zu kommen, sodass man von uns sagen kann, ja, wir bekennen auch das, was Christus gesagt hat. Und das zeigt uns auch das heutige Evangelium und ganz stark das Evangelium vom letzten Sonntag, ein Mittel, um selbst zu einem festen Glauben zu kommen, besteht offenbar darin, dass man betet. Denn wir dürfen nicht vergessen, im letzten Evangelium wurde geschildert, wie Christus sich zurückzog, ganz alleine auf einen Berg und betete. Und danach ging er zu seinen Jüngern über den See und glättete das Meer, den See, vertrieb den Sturm und konnte den Petrus aus dem Wasser ziehen. Und hier ist uns heute gezeigt, wo wir eine Möglichkeit haben, aber auch eine Notwendigkeit haben, wenn wir ein etwas fundierten Glauben haben möchten, das Gebet, das uns dann befähigt, auch wirklich unseren Glauben nach außen hin zu bekennen. Amen.